Er hat es erfunden. Louis Braille entwickelte vor 200 Jahren in Paris eine geniale Schrift für blinde Menschen. Es sind fühlbare Erhebungen, aus denen die Schrift besteht. Für jeden Buchstaben gibt es ein Zeichen, eine Kombination aus 6 Punkten. Satzzeichen werden aus den unteren 4 Punkten der Grundform gebildet. Für Zahlen gibt es ein Zahlzeichen, gefolgt von den Buchstaben A bis J. So schrieb auch schon Louis Braille. Eine Metalltafel ist der Rahmen und mit einem Stichel werden die Punkte einzeln in das Papier gedrückt. Man kann mit den Braille-Punkten auch Noten, mathematische Formeln oder auch Schachdiagramme schreiben. Das kann sehr schnell gehen und die Schablone hilft, die Punkte genau zu treffen. Zum Lesen wird das Papier wieder herausgenommen und umgedreht, denn man schreibt in Spiegelschrift. Für geübte Schreiber ist das kein Problem. Mechanische Schreibmaschinen sind so ziemlich verschwunden, Braille-Schreibmaschinen nicht. Hier haben wir eine mechanische Eurotype. 6 Tasten für die Punkte und eine Leertaste, das reicht. Ein Schreibkopf stanzt die Zeichen in das Papier, am Ende der Zeile ertönt eine Klingel. Der Zeilenschalter wird betätigt und der Schreibkopf zurück an den linken Rand des Papiers geschoben. Die Tatra Point ist eine sehr kleine und robuste Braille-Maschine. Hier wird das Papier auf eine Walze aufgerollt. Beim Schreiben werden die Tasten für die Punkte gleichzeitig gedrückt und kleine Stifte drücken das Zeichen von unten in das Blatt. Dann springt der Schreibkopf an den Buchstaben weiter. Diese altmodisch aussehenden Maschinen werden heute noch hergestellt und verkauft. Die Perkins. Sie sieht noch am ehesten einer klassischen Schreibmaschine ähnlich. Schreiben auf Papier eine wunderbare altmodische Sache, doch kann man auch Klebeband oder Folien beschriften. Braille-Schreibmaschinen haben eine spezielle Haltevorrichtung für das Prägeband. Elektrische Maschinen gibt es natürlich auch, sie funktionieren prinzipiell genauso. Die Blätter können nun direkt gelesen werden, ohne sie umzudrehen. Surfen im Netz, schreiben und lesen, alles am Computer. Eine Braillezeile lässt geräuschlos kleine Stifte herauswachsen und lässt das Internet erfühlen. Dazu liest eine Geisterstimme den Text in einer irrwitzigen Geschwindigkeit vor. So navigiert man sich durch die digitale Welt. Geschrieben wird auf der Tastatur in gängiger Schrift. Die Braillezeile ermöglicht das Mitlesen. Da am Computer mehr Zeichen nötig sind, als sich mit 6 Punkten darstellen lassen, ist der Braillezeile eine weitere Punktereihe zugefügt. Nun hat man 8 Punkte und somit 256 Kombinationen. Software kann den Text auch wieder in Braille wandeln und auf einen Braille-Druck in Punktschrift auf Endlosbögen ausdrucken. Handelt sich dabei um einen Online-Dienst, der speziell für Hilfsmittelbenutzer, also Benutzer einer Sprachausgabe und Schrägstrich oder einer Braillezeile entwickelt worden ist und bei den aufgeklebten Art und Weise Zeitungen und Zeitschriften lesbar sind? Der Zugang ist über Windows, Mac OS X. Sogar für Smartphones gibt es kleine Braille-Schreibmaschinen. Unterhalb der Schreibtasten kann man auf einer Braillezeile lesen. Der Screenreader liest dazu vor. Die Mini-Braille-Schreibmaschine sendet den Text an das Telefon und schickt die SMS dann in die Welt. www.netzkiosk.de/ebatas.
Viele Dinge des täglichen Lebens erschließen sich dem Tastsinn nicht sofort. Dafür kann man zum Beispiel Spielkarten mit der Brailleschablone direkt beschriften. So kann man dann wunderbar im Dunkeln zocken. Brailleschrift kann fast überall stehen. Auf speziellem dicken Punktschriftpapier, auf Plastikfolie, auf Klebebändern und auf laminierten Blättern. So kann man Gegenstände, die man nicht mit dem Stichel zerlöchern darf, mit einem Dymoband beschädigungslos beschriften. Gewürzdosen, CD-Hüllen, Klingelknöpfe, Bücher und Spielzeug. Alles kann Etiketten bekommen, die man dann mit den Fingern lesen kann. Sehende Kinder sehen überall Schrift und blinde Kinder? Spielzeug. Auch sie brauchen Schrift in ihrer direkten Umgebung, damit sie mit den geheimnisvollen und genialen Brailpunkten so früh wie möglich vertraut werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um lesen zu lernen und die Welt zu erkunden. Denn auch draußen wird immer mehr mit Brail beschriftet. Die ganze Stadt ist mit Brailletiketten gepflastert und lädt zum Entdecken ein. Unzählige Hilfsmittel bereichern heute die Welt der Brailleschrift. Oh, wie schön ist Panama. Seit 200 Jahren ist Brailles Erfindung für blinde Menschen ein Tor in die weite, weite Welt.